Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Talk mit dem Thema Offline, Online, aber das hätte man vielleicht auch im Titel nachlesen können. Naja, egal, wir wollen uns hier nicht in Kleinigkeiten firlefanzen. Auf jeden Fall, Offline, Online, damit meine ich eben halt so, ne, Spiele, was denn besser ist, ob's Online besser ist, ob's Offline besser ist. Es gibt ja viele Genres wie MMORPGs, RPGs, Shooter, Rollenspiele hatte ich schon, oder ich weiß, Strategiespiele gibt es ja alle möglichen. Und ich will einfach mal so erklären, beziehungsweise so meine Meinung preisgeben, was ich so besser finde, ob offline oder online. Und ich muss dazu sagen, das ist schwierig zu sagen. Und ja, es kommt auch, glaube ich, sehr aufs Genre an. Und natürlich auch sehr auf die Meinung. Also es ist natürlich nur meine Meinung und nicht eure Meinung. Ihr müsst euch der Meinung nicht anschließen, aber für Meinungsstreitigkeiten haben wir ja das Kommentarfeld unter dem Video. Also, ja, wo fange ich denn damit an am besten? Fangen wir einfach mal mit Offline an. Offline ist natürlich klar, das hat natürlich so einige gute Aspekte, ne? Sagen wir mal, komm, zack, hier, da kann man ein besseres, ja, Spieltiefe haben, ja? Weil wenn wir Multiplayer sind, dann haben wir meistens noch andere Personen und mit denen Skypen, TSen oder was auch alles noch sonst auch gibt, mit denen sprechen wir auf jeden Fall meistens auch noch. Zumindest kenne ich das meistens so. Und dann fehlt da so ein bisschen die Atmosphäre. Ich weiß, so ein Left 4 Dead 2 oder beziehungsweise Left 4 Dead 1, solche Spiele können das auch im Multiplayer gut machen, aber es gibt sehr viele Spiele, wo die Atmosphäre eben halt im Multiplayer ja stark zurückgeht. Ich, keine Ahnung, Mass Effect oder irgendwie sowas, ja? Da ist ja gar keine Atmosphäre im Multiplayer und im Singleplayer dagegen natürlich schon, ne? Und deswegen kann man schon sagen, ist die Atmosphäre wirklich im Singleplayer deutlich besser und auch, ja, man kann sagen, es ist viel tiefgründiger und so. Man kann sich da viel mehr reinsteigern, weil wenn dann irgendwer bei Skype dann wieder kommt, ich habe gerade den gekillt oder so, dann, dann zieht das natürlich schon ganz schön aus dem Spiel heraus, finde ich. Das ist natürlich aber auch wiederum, ja, der große Vorteil von Online, ne? Wie gesagt, die Kommunikation, die soziale Interaktion mit den anderen Mitstreitern. Nehmen wir mal als Beispiel einen Ego-Shooter, ja? Da gibt es natürlich Interaktion mit den Teammates, also mit den Mitstreitern. Kann man sagen, hey, geh mal da links lang, da habe ich gerade einen Gegner gesehen in der Killcam oder ach, pipapo und pipapa. Da findet man, also da gibt es auf jeden Fall gute soziale Interaktion. Man kann sich da auch mit über andere Themen unterhalten, die nicht zum Spiel, die nicht zum Spiel hinzugehören oder wie auch immer, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Genau das wollte ich sagen. Ja, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind, das kann sein und so. Ich wiederhole auch ein bisschen mal was zwischendurch. Aber das liegt daran, weil ich gerade so schon so ein bisschen müde bin, ne? Müsst ihr auch mal verstehen, ne? Ist ja schon nach 8 Uhr, ne, ist schon fast 9 Uhr und dann ist natürlich schon das Sandmännchen gelaufen und dann muss ich schon ins Bett und dann bin ich jetzt schon müde. So, darauf wollte ich jetzt aber nicht großartig hinaus. Und zwar ist das eben halt auch der große Vorteil am Multiplayer. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es da sonst noch alle so für Aspekte gibt. Ich habe ja bei Offline erst so als Vorteil, ja, Mensch, tiefere Atmosphäre und beim Multiplayer habe ich mehr so die Kommunikation da so. Das ist natürlich dann auch der Nachteil für Offline-Spielen, ne? Da ist natürlich keine Kommunikation und so. Aber da kann man sich auch schon, im Offline ist es relativ schwierig, so soziale Interaktion. Ich weiß, bei Rollenspielen wie Mass Effect, was ich vorhin ja auch schon erwähnt habe, oder Skyrim oder so, ist die soziale Interaktion sehr stark für Singleplayer-Spiele. Aber ich denke, sie ist niemals so stark wie im Multiplayer, wenn man mit anderen Leuten spricht. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich mich so in Spiele nicht ganz so, ja, hinein vertiefen kann. Außer vielleicht mal so in einem Minecraft, wo man dann so baut und dann, ja, noch ein Block, ja, noch ein Block, ja, noch ein Block. Und dann ist es auf einmal schon, ja, 3 Uhr nachts oder irgendwie sowas. Also das kann schon ganz schnell gehen. Ja, das ist ein relativ kurzes Video geworden. Mir fällt mich auch gar nichts mehr ein. Ich bin ein bisschen ideenlos gerade, ne? Hätte ich mir vielleicht ein paar Stichpunkte zu machen sollen. Naja, ist doof gelaufen, kann man sagen. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Trotz der kurzen Kürze. Aber ja, in der Kürze liegt die Würze. Also naja, lasst mich eure Meinung wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, man sieht sich.
Haut rein! Bitch. 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 Haut rein. Bitch. Bitch. Haut rein. Bitch.